Mein Name ist Lisa Sagner. Ich bin 25 Jahre alt und komme ursprünglich aus Binzgau, aus dem Salzburgerland, aus der Feld am Stein am Meer und studiere gerade aktuell Information Security Management, also ISM, an der FH Hagenberg im Master. Bin im vierten Semester und somit bald fertig. Ich habe vorher SIP studiert, also der Bachelorstudiengang für sichere Informationssysteme, und wollte dann eher in die Management-Schiene gehen, und da ist halt der ISM als mehr oder weniger Schwesternstudiengang bzw. Master, nachfolgender Master zum Bachelor, die naheliegende Wahl gewesen. Bei Hagenberg hat mir immer gefallen, da wollte ich auch bleiben. Also es geht größtenteils ums rechtliche und managementlastige für IT-Security. Leute würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, IT-Security ist eh schon ein sehr nischiger Beruf bzw. ein nischiger IT-Bereich. Wenn man im IT-Security-Bereich ist, weiß man, es ist sehr, sehr groß, sehr, sehr weitläufig, und da ist halt eher die Management-Schiene, sei es mit Datenschutz, DSGVO-Regelungen oder auch mit ISO 27001 etc. Die großen managementlastigeren Bereiche abzudecken. Da bin ich einfach mehr interessiert darin, und deswegen ist halt das, was mich sehr gereizt hat an diesem Masterstudium. Ich habe schon vor meinem Studium gearbeitet, 5 Jahre lang, habe dann im 5. Semester im Bachelor ein Praktikumssemester gemacht, habe davor schon geringfügig nebenbei gearbeitet, habe eben im 5. Semester das Praktikumssemester gehabt, wo ich dann Vollzeit wieder gearbeitet habe, habe das dann weiter behalten, also ich bin dann im 6. Semester auf 20 Stunden reduziert und habe dann nach meinem Bachelorstudium dann sofort wieder Vollzeit angefangen. Und wollte eigentlich dann nie wieder aufhören zu arbeiten. Deswegen ist für mich nur ein berufsbegleitender Studiengang oder beziehungsweise ein berufsermöglichender in Frage gekommen. Und da das jetzt so super funktioniert, dass man Vollzeit nebenbei arbeiten kann und studieren kann, finde ich das eine sehr gute Eigenschaft für den ISM. Es ist so organisiert, dass es 9 Wochen insgesamt im ganzen Studium gibt, die präsent geblockt in Hagenberg stattfinden. Da wird wirklich die ganze Woche Unterricht gemacht. Meistens beginnen und enden Lehrveranstaltungen genau in diesen Wochen. Der Rest findet individuell mit den Studierenden abgesprochen am Abend statt, meistens so zwischen 18 und 22 Uhr. Nicht jeden Abend und meistens Freitag auch nicht. Wir sind eine sehr guter Jahrgang, der sehr gut zusammenhält. Wir haben regen Austausch über Chat, über auch persönlich. Die meisten wohnen in Linz und Umgebung, somit ist es auch relativ einfach, dass man sich auch in Privatzeit sieht, wenn man das will. Also was mir sicher gut in Erinnerung bleibt, ist die Mühe, die was die Organisatoren für das alles eingesteckt haben. Es ist immer gefragt worden, ob uns das passt, wie uns das passt. Es gibt regelmäßige Feedbackrunden, wo auch wirklich auf unser Feedback eingegangen wird, und das finde ich eine sehr gute Möglichkeit. Und auch dieser Abendsunterricht, dass das so individuell mit Studierenden abgeklärt werden kann, dass wenn man sagt, du, Mittwoch geht bei 10 vor 12 Leuten überhaupt nicht, dann macht man nie Mittwoch, dann ist das voll fein, und das wird auch wirklich auf dein Privatleben, weil natürlich alle arbeiten. Die meisten haben auch Kinder, haben Familie, da geht nicht alles immer sofort, und da ist auch eben genau dieses Miteinander so wichtig, und das wird halt extrem groß geschrieben in dem Studiengang. Es ist sehr weit breit gefächert, man kriegt überall guten Einblick, auch die externen Lehrenden sind sehr gut vorbereitet, sind auch sehr gut ausgewählt, und somit kriegt man sehr viel praxisnahe Erfahrungen dabei. Man hat sehr viele Möglichkeiten, Zertifizierungen zu machen, die in der Wirtschaft sehr hoch angesehen sind, aber auch sehr teuer sind zu machen. Und durch die FH eben die Möglichkeit besteht, diese billiger und im Rahmen des Studiums zu absolvieren und somit eben sehr viele Erleichterungen für einen persönlich, der da drinnen sind. Zum Beispiel kann man den ISO-Manager und den Lead-Auditor machen, kostet dann weniger wie die Hälfte, und Unterrichtszeit wird angerechnet. Man kriegt auf jeden Fall einen super Einblick eben in diese Management-Schiene, die eben Bachelor eher zu kurz kommt oder zumindest eher weniger so betrachtet wird, wenn man doch einen sehr großen technischen Fokus hat, der meiner Meinung nach in der freien Marktwirtschaft sehr, sehr gefragt ist und sehr, sehr wichtig ist. Man kriegt da überall Zusatzinformationen, die auch vielleicht nicht so einfach selbst erlernbar oder erfahrbar sind. Und natürlich durch die vielen Lehrenden, die eigentlich
nur nebenberuflich lehrend an der FH sind, kriegt man sehr viel Eindrücke in die wirkliche Arbeitswelt ohne jetzt Hochschulhintergrund. Also es geht nicht um Publikationen oder irgendwelche Forschungsarbeiten. Es geht wirklich um das, wie in der Wirtschaft gearbeitet wird, wie funktioniert das alles und wie kann man sich da gut am Markt positionieren. Und natürlich die Kontakte, die was man dadurch bekommt, sind natürlich auch Gold wert. Also es ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Die Arbeit im Managementbereich für Operational Security, also in der Abteilung, die eben für einen großen Konzern die managementseitige IT-Security macht, also Beratung für vor internen, externen KollegInnen, ebenfalls Verbesserungen von Prozessen, Governance etc.